so von der Qualität her und vom Formfaktor her für jemanden, der einfach eine schöne, qualitativ hochwertige Ergänzung im Urlaub unterwegs haben möchte, ist es halt, ja, also nehme ich sofort mit. Moin zusammen bei Carlomed. Vlogs auf beispielsweise YouTube haben nicht nur ganze Generationen geprägt, sondern gleich auch noch eine Vielzahl an neuen kreativen Berufsfeldern mit sich gebracht. Und während einige Vloggerinnen und Vlogger mittlerweile ganze Produktionsteams mit professionellem Videoequipment hinter sich haben, ist für eine Vielzahl das Brot- und Butterinstrument nach wie vor das Smartphone. Doch das könnte sich jetzt ändern. Mit der Canon PowerShot V10 kommt eine interessante Alternative auf den Markt, die dem Smartphone in puncto Qualität überlegen ist. Dabei bleibt sie dennoch einfach in der Bedienbarkeit und ist auch im Preisvergleich ein ziemlicher Knaller. Canons neue Vlogging-Cam haben wir uns mit dem Content-Creator und Let's Player Dennis Hartwig, besser bekannt als der Hardy, einmal genauer angeschaut. Moin Dennis, schön, Moin, dass Alex. Du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Dank dir. Und ja, wir reden heute ein bisschen über die neue Canon PowerShot V10. Ja. Aber zunächst einmal möchte ich gerne von dir wissen, wie bist du überhaupt zum Vloggen gekommen? Wir haben damals, also die Anfangszeit, YouTube war Gaming. Ne? Also wir haben Videospiele gespielt und das auf YouTube hochgeladen. Und durch diese ganze Geschichte sind wir natürlich auch in Kontakt mit anderen Leuten gekommen und die Reichweite wurde größer. Und dann hatten wir die große Ehre, auch mal nach Los Angeles fliegen zu dürfen. So. Ja. Und da musste natürlich irgendwas her, womit wir die Reise dann begleiten konnten. Mhm. So. Und wir hatten einmal einen Camcorder von Canon, ne, wo man das den Bildschirm so umklappen konnte. Dann kam aber die Zeit der Legria Mini X, die ich auch nochmal mitgebracht habe. Seit ewigen Jahren in meinem Besitz. Natürlich nicht mehr technisch zeitgemäß, ja, für heute. Aber das war eben der Way to go. Also du konntest das Ding in die Tasche stecken, rausholen, sofort irgendwas filmen. Du hattest durch den Standfuß damals die Möglichkeit, das einfach irgendwo hinzustellen. Und hattest einfach so viele Möglichkeiten. Und das war so der Anfang von dem, wo wir dann auch einfach mal Vlogs gedreht haben. Und seitdem, du hast es ja schon gesagt, die Technik hat sich um einiges weitergedreht. Ja, total, klar. Womit nimmst du denn heutzutage deine Videos auf? Also meine Videos nehme ich heutzutage hauptsächlich mit einer Systemkamera auf und mit verschiedenen Objektiven, die ich dann eben je nach Situation durchwechseln kann, beziehungsweise nach dem, was ich halt eben brauche. Benutze diese Systemkamera auch als Facecam für meine Livestreams, ja, ja. Ne, weil es einfach schön aussieht. Aber ich drehe auch mit Smartphone, so, ja. Weil es natürlich praktisch ist. Du hast es in der Tasche, du holst es raus, kannst damit ein bisschen was drehen. Aber auch eher so, ich sag mal, im Notfall, also hauptsächlich Systemkamera. Und warum interessiert dich dann die Canon PowerShot V10 so? Also im ersten Moment natürlich habe ich mich sehr gefreut, dass ich nochmal einen geistigen Nachfolger davon in der Hand haben darf. Also wie gesagt, ich, als du mich eingeladen hast und als es dann irgendwie klar war, um was es geht, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, weil wie gesagt, ich habe die Legia Mini, das war einfach, das war so super damals. Und es gab halt nie einen Nachfolger, so, ne? Also nicht wirklich. Und von daher, das ist einfach was, das ist Nostalgie. Und ich bin halt eben sehr gespannt, was damit technisch alles möglich ist, weil man sieht ja die Funktion, ne? Also es ist ja sehr ähnlich. Mhm. Absolut. Und du hast ja schon unzählige Videos gedreht. Auf deinen Kanälen sieht man über natürlich Let's Plays, Kochvideos. Autovideos. Autovideos, Unboxings. Zum Beispiel, genau. Eine Fülle an Content, alles. Ich habe einfach alles. Ich habe einfach außerhalb von Gaming vieles ausprobiert, worauf ich einfach Lust hatte. Ja. Da kamen natürlich auch verschiedene technische Gadgets dann zum Einsatz. Ne? Ja. Also das heißt, man kann sagen, du weißt, wovon du sprichst. Und was denkst du denn, für wen könnte diese Kamera jetzt interessant sein? Ich gehe stark davon aus, dass Canon mit der PowerShot V10 natürlich auch irgendwo in erster Linie Content-Creator und Vlogger ansprechen möchte. Ja. Einfach, weil eben die Funktionen relativ simpel sind, technisch natürlich auf dem neuesten Stand, aber eben easy to use.
Und für mich persönlich jetzt als Streamer würde sie natürlich auch sehr in Frage kommen als externe Kamera. Ne? Ja, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich baue das Laptop auf, habe eine Kamera zur Hand, einfach per USB-C verbinden, weil das ist mit Systemkameras ein totaler Krampf, die ans Laufen zu kriegen, beziehungsweise du brauchst so viel Technik und das ist ja ein Segen. So, ne? Und ich glaube vor allen Dingen auch für viele Leute, die nicht zu viel Schnickschnack haben möchten, sondern einfach eine Kamera, die sie aus der Hosentasche holen wollen, weil sie im Urlaub sind und sagen, ich möchte jetzt ein bisschen was an Eindrücken mitnehmen, wo ich gerade bin, drück auf Record und mehr brauche ich nicht. Und ich habe eine super Qualität und es reicht dann auch. Und ich denke, darauf zielt sie ab. Und das klappt mit der auch echt ganz gut. Voll. Und wir hatten es gerade schon gesagt, Unboxing. Ja. Wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. So, meine lieben Freunde, wir sind hier heute bei Carlomet und ich darf die Canon PowerShot V10 ausprobieren. So, und jetzt wollen wir mal wieder zurück zum Alex. So, hier bin ich wieder. Du hattest die PowerShot V10 jetzt ein bisschen im Einsatz. Yes. Was ist denn so dein Fazit und was würdest du sagen, löst sie das Smartphone ab? Also ob sie jetzt direkt das Smartphone ablöst, ist eine gute Frage. Ich würde jetzt mal sagen, natürlich auch mit High-End-Smartphones heutzutage, die auch einen Haufen Geld kosten, die bringen natürlich auch eine gewisse Technik mit, die es auch eben erlauben, Filme und Kurzfilme zu drehen. Aber ich würde sagen, vom Preis her, den sie kostet, würde ich sagen, schlägt sie halt jedes Mittelklasse-Smartphone sofort. Ne? Ja. Also alleine aufgrund der Blende, die du hast, wie wir das vorhin schon scherzhaft auch gesagt haben, bevor wir das Interview geführt haben, dass dir einfach beim Smartphone viel wird ja softwaretechnisch nachbearbeitet, ne? Die Unschärfe, das Bokeh. Ja, ja. Und dann verschwindet halt auch einfach mal ein Ohr. So, und das hast du allein technisch bedingt da schon nicht. So. Mhm. Also von der Qualität her und vom Formfaktor her für jemanden, der einfach eine schöne, qualitativ hochwertige Ergänzung im Urlaub unterwegs haben möchte, ist es halt, ja, also nehme ich sofort mit. Ja, an der Stelle kann ich nur sagen, darf ich noch nicht. Erstens, ich pflichte dir in deinen Ausführungen bei, zweitens, die bleibt leider hier und geht dann auch leider wieder zurück an Canon. Oh. Da muss ich immer noch mal ein Wörtchen mit denen sprechen. Nein, es ist ein geiles Teil. Du hast den kurzen Draht und super. Ansonsten, du weißt, wo du uns findest. Ja. Du weißt, wo du die dann auch bald findest. Safe. Bei uns im Regal. Und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Alex, vielen Dank für die Einladung und dass ich damit rumspielen durfte. Also das ist schon, es war einfach Nostalgie. Total. Perfekt. Dann bis zum nächsten Mal. Der Hardy hat es gerade schon angesprochen. Wenig Schritte bis zum Endergebnis. Dafür sorgen unter anderem die Farbfiltereffekte. 14 Stück sind es insgesamt in den Kategorien Story, Taste, Bright, Clear und andere. Da ist wirklich für jeden Geschmack und vor allem Anwendungsbereich etwas dabei. Durch die leichte Konnektivität mit dem Smartphone kann ich das entstandene Material auch direkt weiterverarbeiten und hochladen. Oder direkt live ins Netz streamen. Ich fasse noch mal kurz das Wichtigste der neuen Kamera zusammen. Die Canon PowerShot V10 glänzt mit einem 19mm Super-Weitwinkelobjektiv mit Blende 2.8. Durch ihr smartes All-in-One-Design ist sie nicht nur super leicht mit einer Hand zu bedienen, sie ist dazu auch noch klein, leicht und kompakt. Dank integriertem Standfuß kann ich mich locker in jeder Situation und aus unzähligen Winkeln selber filmen. Dank des 1-Zoll-Sensors natürlich auch in bester 4K-Auflösung.
Der deutlich größere Sensor bietet im Gegensatz zum Smartphone dann auch zahlreiche Vorteile, wie ein geringeres Rauschverhalten und in Kombination mit der 2.8er-Blende des Objektivs die Möglichkeit, Schärfentiefe zu erzeugen und so das Objekt schön vom Hintergrund freizustellen. Durch das integrierte Stereo-Mikrofon brauche ich kein zusätzliches Klimbim mehr. So wird auch Livestreaming zur einfachsten Sache der Welt. Denn die V10 überträgt kinderleicht auf Smartphone oder ist via UVC und UAC als Webcam einsetzbar. Das vertikal wie horizontal. 14 verschiedene Markierungen für Seitenverhältnisse zeigen mir dabei übrigens an, ob ich mich im richtigen Social-Media-Format aufnehme. Alles in allem ist die Canon PowerShot V10, also eine astreine Vlogging-Kamera, mit der du deine Videos, Vlogs und Streamings auf ein neues Level heben kannst. Und wo du sie findest, weißt du ja jetzt auch. In einer unserer deutschlandweiten Filialen oder auf unserer Homepage. Den Link dazu findest du wie immer unten in der Beschreibung. Das war's von uns. In diesem Sinne, macht's gut und wir sehen uns bei Calumet.